Es ist wieder soweit. Am 3. und 4. März startet die 27. Leistungsschau für Handwerk und Gewerbe hier im Großrehschener Laug. Frau Dr. Wober, Sie organisieren ja die Messe seit einigen Jahren jetzt schon. Wann geht's los? An welchen Tagen wird was geboten? Also wir sind wieder bei Samstag, Sonntag. Traditionelles Konzept in Verbindung hier mit den Autohäusern, mit dem Möbelzentrum und mit der Lausitzkarosse in diesem Jahr. Wir öffnen am Samstag 10 Uhr feierlich hier im Opel Autohaus und werden dann bis 17 Uhr die Türe öffnen und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Was für Aussteller zeigen Ihre Produkte? Wir haben wieder vor allen Dingen das Bauhandwerk, also die ganze Branche von Dachdecken, Haustechnik, Malerhandwerk, neue Fußbodenbelege, neue Fenster, Türen, Treppen. Also die Klassiker sind wieder alle dabei, natürlich mit neuen Angeboten, weil das bietet sich jetzt an. Wenn die Sonne rauskommt, sieht man doch das eine oder andere, was man im eigenen Heim oder auch in der Mietwohnung verschönern kann. Ja, und dann haben wir natürlich diese Angebote für jedermann, wo man sich informieren kann, was Gesundheit ist, was Tourismus ist. Also sehr viele breit aufgestellte Angebote. Und ein Rahmenprogramm, das sich sehen lassen kann, das auch jetzt schon seit einigen Jahren gut bewährt ist, ein Tag für die ganze Familie. Starten wir vielleicht mal hier im Autohaus Hanuschka. Was wird hier geboten sein? Was für Stände, was für Aktionen? Also wollen wir für die ganze Familie was anbieten. Für die Männer gibt es dann traditionell die Probefahrt mit dem neuesten Automodell. Und für Kinder haben wir hier natürlich schöne Bastelangebote. Besonders der Herr Kramm hat ja da immer jedes Jahr ein neues Highlight, das wollen wir aber noch nicht verraten, was er da vorbereitet hat. Okay, die Stadt hat auch einen Stand. Was präsentieren Sie dort? Der wird ja auch immer gern hinterfragt, Ihr Stand. Ja, also die Stadt nutzt natürlich sehr gern die Messe als Plattform, um die neuesten Entwicklungen im Stadtgebiet vorzustellen. Da spielt in diesem Jahr eine ganz große Rolle die Infrastruktur am Woschkower Weg, wo wir sehr viel Bauvorhaben haben für Gewerbe, aber was natürlich auch für die Bewohner interessant ist, was die Straßen angeht, die Ertüchtigung der Infrastruktur, Gas und Breitband. Ja, dann wollen wir das Wohnen natürlich vorstellen, da wird es neue Angebote geben. Hugo-Schacht ist dann ein wichtiges Thema, der neue Wohnpark Ilse am See und natürlich auch unser Nachbarstand ist dann der DRK-Wohnpark, wo es da einen Neubau geben wird und sich jedermann informieren kann. Ein weiterer Ort hier für die Messe ist das Ford-Autohaus Rauhut. Was wird da so geboten? Also im Autohaus Rauhut haben wir wieder frische Frisuren für jedermann. Also das wird immer sehr gut angenommen. Man kann sich da frisieren und auch beraten lassen. Und auch wer Mut hat, kann man die Schere ansetzen. Also das ist da alles an diesem Tag dabei. Und es gibt verschiedenste Veranstaltungsangebote, angefangen von der Theaterkasse für die neue Bühne Senftenberg bis zu Veranstaltungen auf den Iber-Terrassen im Haus der Landwirtschaft, im Haus 4 dort am Hafen. Gibt es ja jedes Jahr mehr Angebote, das Wasser füllt sich und von der Jungweinprobe, Saisonstart, Seenlandtage bis zum Hafenkantenfest kann man da schon mal einen Blick in den Veranstaltungskalender werfen. Und dann last but not least das Möbelzentrum. Ich denke mal, da gibt es die neuesten Möbeltrends. Also da will ich nichts vorwegnehmen, weil da natürlich jetzt noch aktiv dran gebaut wird für die Messe. Besonders die Küchenprogramme sind da attraktiv. Natürlich kommen dann die Korbmöbel, wenn man wieder alles nach draußen stellt und die neuesten Trends kann man da in allen Häusern bestaunen. Und gleich, wenn man reinkommt, hat man natürlich Frühlingsarrangements aus unserem bewährten Sortiment heimischer Gärtnereien. Sagen wir was zu den Öffnungszeiten, denn ich denke, das Wochenende ist dann auch verkaufsoffen an beiden Tagen. Über den Sonntag haben wir ja da noch nicht näher gesprochen. Genau, Sonntag öffnen dann die Häuser von 11 bis 17 Uhr mit einem verkaufsoffenen Wochenende. Sie sprachen das ehemalige VW-Autohaus an. Was ist da zu erleben? Also da freuen wir uns besonders. Seit ein paar Jahren ist ja dort die Lausitzkarosse zu Hause. Das ist, sind Gewerke, wo es sich alles um den Oldtimer dreht. Und an diesem Tag öffnen die Türen. Man kann ja da sonst nicht einfach so reingehen, es sei denn, man ist Kunde und hat ein besonderes Anliegen. Da sind ja auch die Berührungsängste immer so da. Aber wer da speziell im Bereich Sattlerei und Aufarbeitung Oldtimer Interesse hat, Fragen hat, kann sich da wirklich aus erster Hand alle Tipps holen und natürlich die tollen Autos bestaunen. Dann danke ich für die Information. Ich hoffe, wir konnten Ihnen einige Tipps geben, wie Sie dieses Wochenende verbringen. Und wir wünschen natürlich gutes Gelingen. Dankeschön, wir freuen uns auf den Besuch.